Und in dieser Abteilung erleben Sie gleich einen echten Ostfriesen. Wir fingen uns diesen erst gestern hinterm Deich. Was Sie hier hinter mir erleben, meine Damen und Herren, das ist ein ganz berühmter Landstrich in Form eines Bildes. Es gibt in Frankfurt den Stadtstrich und hier bei uns im Norden gibt es den berühmten Landstrich. Und das ist eben Ostfriesland. Ostfriesland ist zum Nordpol hin durch die Nordsee abgeschnitten, völlig. Und zum Süden durch die oldenburgische Grenze, ja. Und ganz Ostfriesland ist, wenn man so will, eine große, furchtbare, fruchtbare Wiese, grün, die wiederum durch Gräben abgeteilt wird von einem Nachbargrundstück zum anderen. Das ist so üblich. Ja, und dieser Hang zum Hering, dieser Hang zur Scholle, der so in uns ist, lässt uns auch hin und wieder vom Fischen, leben. Ja, das zeichnet uns aus und dann eben auch die Treue. Hauptsächlich die Treue zu einem selbst ist unser höchstes Gut neben unseren Landgütern. Und dann eben unser weiter Blick, der so weit ist, so weit, bis die Erdkrümmung einsetzt. Und wo unser Auge nicht mehr reichen kann, da haben wir schließlich noch Hände, wo wir zupacken können. Ja. Dann wollte ich auch noch sagen, um jetzt noch mal ein bisschen auf unsere Bevölkerung einzugehen, dass wir sehr belesen sind, sehr geistig belesen sind. Man nennt uns sogar die Bestseller der Nation. Die Ausgelesenen, Auserlesenen. Und dann, was auch noch sehr erwähnenswert ist, das ist unsere Reaktionsschnelle und Schlagkraft, mit der wir also allerhand Kriege überlebt haben und zum Teil auch gewonnen haben. Ja. Zeugen gibt es nicht mehr, weil die Gegner alle ausgeschaltet wurden. Ja, und wenn Sie nun einen Ostfriesen fragen, was trinken Sie, dann antwortet er in Französisch, auf Französisch zu Deutsch Freiheit, Liberté. Ja. Böse Zungen sagen auch, es gibt einen gewissen Prozentsatz an Alkoholikern bei uns. Das stimmt. Nun ist seit 1. April jetzt Vorschrift, dass in allen abgeschlossenen Wohnräumen das offene Brikett mitten im Raum steht. Seitdem kann man sagen, dass jeder Haushalt bei uns Zentralheizung hat. Ja. Nun, was ich dann noch sagen, was mir noch am Herzen liegt, das ist das mit den Ostfriesenwitzen, die es schon seit einigen Jahren gibt und mit denen wir ja auch schon leben müssen. Das macht uns jetzt ein bisschen Sorge, die werden immer mehr von den Häschenwitzen verdrängt. Und das könnte ungeahnte Negativfolgen auf unseren Tourismus haben. Dann könnte es vielleicht eines Tages so weit kommen, dass die 4 Fremdbetten in Weena an der Ems nicht mehr belegt sind. Und das wollte ich damit diesem Satz ein bisschen ausgleichen, dass Sie sich da nicht beeinflussen lassen von Herrn Hilbig. Und dann, was wollte ich noch sagen? Eigentlich war nicht mehr viel zu sagen. Ich meine, Ostfriesland ist zwar nicht groß, aber wenn Sie es mal erleben wollen, müssen Sie zu uns kommen. Es ist zwar auch nicht so groß, dass es jetzt wieder so groß ist, dass man es nicht unter den Arm nehmen könnte, aber da müssten Sie sich schon mal bemühen, denn was soll ich mich denn bemühen mit Ihnen? Ja. Und dann kommen Sie bitte mal zu uns rauf und bitte, wir haben auch nicht mehr diese Schlagbäume wie früher. Nein, nein, aber bitte unterschätzen Sie unsere geistigen Grenzen nicht. Ja.